Der BDKJ München und Freising bietet gemeinsam mit der Caritas das Freiwillige Soziale Jahr an. Bei uns können 100 junge Frauen und Männer zwischen 16 und 26 Jahren für ein Jahr in sozialen Bereichen arbeiten. Wir haben eine große Auswahl an Einsatzstellen, vor allem Krankenhäuser, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und Altenheime sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind sehr gefragt. Zum Beispiel hier am ersten die kleine Maus, verirrt sich im Haus, ihre Freunde warten. Es ist natürlich vor allem erstmal der Umgang mit den älteren Menschen, aber auch allein die Vollzeit, das Vollzeitarbeiten, was ich ja davor nicht kannte, ich war davor Schüler. Und auch immer dieses pünktlich sein und das ist ja anders wie in der Schule, dass es einfach nicht egal ist, wenn ich mal nicht da bin und dass ich halt auch gebraucht werde und dass dann halt Sachen ausfallen, wenn ich halt fehle einfach. Dass man halt auch irgendwo eine Funktion hat, das ist etwas Neues für mich quasi. Man traf die Menschen, wenn man sie ärgert. Märchensammler Grimm waren Brüder und wie hießen sie? Jakob und Wilhelm. Ja, wir sind deshalb froh, weil er uns heute halt die Zeit vertreibt, die wir sonst totschlagen müssten. Und wir lernen allerhand mit dem, was er uns bietet. Und sind wir also sehr froh, dass wir Und wir sind schon traurig, wenn er wieder nach zum Schmierzee geht. Ja, in die Schule begrüßt, dann sind wir wieder alleine. Genau. Vermissen wir ihn. Zum FSJ gehören 25 Bildungstage. Hierzu fahren wir 5-mal für jeweils eine Woche in ein Jugendhaus am Schliersee. Besonders die berufliche Orientierung und die persönliche Weiterentwicklung liegen im Vordergrund. Also eines der Highlights des FSJ sind natürlich immer die Seminare. Sie sind sehr spaßig und man lernt eben viele Sachen, gerade in der zwischenmenschlichen Basis. Meistens so 2 Monate, 1,5 Monate dazwischen. Und hat man mal die Zeit also hart gearbeitet und dann war das immer erstmal für mich war es eigentlich mehr Entspannung. Für mich war es so eine Mischung aus Lernen und mit Freunden zusammen sein, Urlaub jetzt nicht, aber es war für mich jetzt nicht dieses so hart. Also weil manchmal mit so 10, 11 Stunden oder so arbeitet. Und da ist so ein Seminar halt einfach viel, also fand ich schön. Es ist einfach auch eine schöne Zeit, weil man auch relativ viel Freizeit hat, sag ich jetzt mal. Und noch mal ein bisschen durchatmen kann und einfach was macht, was man in der Schule einfach nie, wofür man nie Zeit hatte. Und auch Erfahrungen macht, die man einfach so, glaube ich, jetzt nie mehr machen wird. Weil man hat eben in der Einrichtung Verantwortung irgendwie, aber letztendlich auch nicht so viel, wie vielleicht, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium hat. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Position, die man dann hat. Neben der pädagogischen Begleitung in den Einsatzstellen und auf den Seminaren sind wir auch sonst immer für unsere Freiwilligen da. Vielleicht ist das FSJ ja auch was für dich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.